Mario von Konsolenfieber. Und ich fahre mich jetzt auch ganz kurz, sonst muss ich meine Seele verkaufen. Viel Spaß bei Nintendo Schiffweiler. Tschüss, tschüss. So, nachdem wir das Ganze ja schon mit der SNES gemacht haben, mit Stand der Dinge des Fullsets, wollte ich euch das auch in etwas anderer Form dieses Mal für die Nintendo 64 zeigen. Der Stand ist, wir haben 137 Spiele von 244 PAL-Spielen, wenn ich es richtig weiß. Dodo berichtet mich, wenn ich es falsch habe. 137 haben wir und die wollte ich euch mal zeigen. Bei N64 geht mehr Miedern aufs Fullset. Da habe ich jetzt nicht so recherchiert komplett alles wie bei der SNES. Aber wir haben da auch noch ein paar Nebenziele, wie zum Beispiel die farbigen Controller. Gibt es 6 Stück in den Grundfarben. Rot, Schwarz, Grau und Blau haben wir schon. Und Gelb habe ich lose. Grün fehlt noch komplett. Die wollen wir alle 6 in OVP in den Grundfarben. So, fangen wir an. Hinten die Lampe, die ich vom Zeckmann habe. Zelda Ocarina of Time. Majora's Mask. Zustände jeweils gut. Die Donkey Kong Konsole in OVP von Eule mal bekommen. Lighted Wars, die Big Box. Die normale N64 in OVP. Und hier noch so paar Zubehör in OVPs Expansions Pack, Speicherkarte für den Controller und das Rumble Pack hinten dran. Hier mein Nintendo Flohmarkt Sparkasse fürs Kleingeld. Dann haben wir noch diese Jungle Queen, glaube ich, ist der richtige Name, lose. Und hier weiß ich jetzt den Namen gar nicht. Dann haben wir hier meine kleine beliebte Pokémon-Ecke, Pokémon Snap in OVP, Stadium 1 in OVP und Pokémon Stadium 2 lose. So, dann nehme ich euch mit. Halt mal jetzt ein bisschen anders. Da haben wir hier Waveways, South Park, beide Duke Nukem-Teile, Zero Hour und Duke Nukem 64. Perfect Dark, Mission Impossible, dann Charlie Placed, auch nicht der günstigste Titel in OVP, Zustand ist, ja, okay. Dann die beiden Banjo-Teile, einmal Banjo-Tooie, in sehr schönen Zustand, und Banjo-Kazooie. Dann Donkey Kong 64 ist auch komplett mit dem Expansions Pack. Hab das Modul halt nochmal hinten in der Donkey Kong OVP, in der Konsole. Was haben wir noch da unten? Turok. New Tetris. Iggy's Wacking Balls. 1080 Snowboarding. Rockwets. Kluver, dann Killer Instinct Gold, auch in einem sehr schönen Zustand. Bei N64 habe ich auch nicht dieses Anleitungsproblem. Alles, was er hier sieht, ist tatsächlich, also bis auf 2 Spiele, komplett. Muss ich nachher ein bisschen aufräumen. Da haben wir hier noch Rayman 2, The Great Escape. Dann, ja, Super Mario 64 war ein Weihnachtsgeschenk von Euler an Minan. Dann Yoshi's Story. Dann haben wir hier den großen Wayne Gretzky Eishockey. Forsaken. Turok Seeds of Evil. Mickey Speedway USA. Jet Force Jiminy, Mario Golf in einem sehr schönen Zustand, das weiß ich. Glaube ich auch von Eule, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher im Kopf. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, aber ich meine Eule. Dann 007 Golden Eye in einem sehr schönen Zustand, bis auf die eine Lasche. Hat der Idiot beim
bei der Deal-Übergabe ja, kaputt gemacht. Smash Brothers und OVP. Und hier haben wir noch der einzige Mario Party Teil in OVP, den ich habe. Teil 2 habe ich noch lose. Dann Paperboy. Spiel, das ich viel zu teuer bezahlt habe, das weiß ich noch. Dann haben wir hier natürlich noch F-Zero X. In sehr schönen Zustand ist das Mario Kart. Sieht man jetzt gar nicht, glaube ich, so, aber es ist wirklich in einem phänomenal geilen Zustand. Ja, die Star Wars Teile Hexen Pilotwings 64. So, dann haben wir hier noch ein paar in OVP. Beide Quake Teile. Hier ist Quake 2 und hier ist Quake. Das sind die beiden Spiele, wo man die Anleitung fehlen. Quake 1 und Quake 2. Haben hier noch NASCAR 99. Ja, Harvest Body. Ja, Mario Tennis. Das waren jetzt auch Mario Tennis, Virtual Pool 64. Das waren jetzt die Ostergeschenke für Milan und NASCAR 99. Dann, ich glaube, das habe ich mal von Dodo bekommen. Wenn ich mich recht erinnere. Dodo ist immer, wenn er updatet und so, kann ich da als mal was für die Sammlung bekommen. Dem fehlen, glaube ich, noch 10 Spiele fürs N64 Fullset. Das haben wir auch Donetsch in der Gruppe, der hat es schon komplett. Ist Fullset. Nur mit den Modulen, wenn ich mich recht erinnere. Oder größtenteils auf Modulen basierend. Bei uns ist auch wieder hier so, ja, Hauptsache Fullset. Man versuche hier bei N64 auch ein paar OVPs zu bekommen. Auch nachher mit dem Endergebnis so wie bei SNES mit 50-50 rauszukommen. Kommen wir zu den losen Modulen. Basshunter 64, wo ist schon das Modul um die 40, 50 Euro? Habe ich auch mal von Eule. Und ja. Holy Magic Century. Dann die viele Wrestling-Spiele, die es da gibt. Vom Gym 3D. Ja, sagen wir hier noch, da unten noch 007. Die Welt ist nicht genug. Tets. Dann Doom 64. Das Mario Party 2. Rocket. Ja, das Spiel zum Beispiel hätte ich gerne noch ein OVP, das Beetle Adventure Racing. Gefällt mir einfach die OVP. Dann haben wir hier noch Shadowgate 64, Destruction Derby 64. Auch wieder viele Wrestling-Spiele, was man sieht. Ich denke, man erkennt auch das meiste. NHL, Wipeout, Monster Trucks. Und hier dann das letzte Regal mit den losen Modulen. Bugs Life, Country Club, Golf, V-Rally, Carmageddon, Star Wars Racer. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel von Star Wars, was ich nicht in OVP habe. Ja. Das war unsere kleine N64-Sammlung mit 137 Spielen insgesamt halt. Und ja, fehlen da noch laut meiner Rechnung 107. Ja, Ziel ist es da, bis Ende des Jahres 150 zu haben. Und dann, ja, wie bei SNES, dann mit Ziel 2025 das Fullset zu erreichen. Weil auch hier jetzt die Preise im Moment ist halt eben sinnfrei, habe ich ja schon mal gesagt, für mich großartig zu schauen, weil im Moment ist einfach zu viel, was die Leute wollen. Und ich setze da auch wieder mehr auf Flohmärkte, wenn es endlich mal losgeht. Jo, dann Begrüßung hat ja Dario gemacht. Schaut mal, wer euch jetzt verabschiedet. Ciao.
Hallo zusammen, hier ist Dustin BT vom gleichnamigen YouTube-Channel und von den Flashbackers. Ihr habt euch das Video von Hannes und Milan bis zum Schluss angesehen. Das heißt auf jeden Fall, euch hat's gefallen. Demzufolge solltet ihr jetzt unbedingt auf Abonnieren drücken und die Glocke aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst. Ein absolut sympathischer Sammler, ein Ehrenmann, ein Sammler der alten Schule. Und da kommt auf jeden Fall noch megamäßig viel Stuff von ihm. Regelmäßig Videos, ich werde mir alle angucken und das solltet ihr auch machen. Und ja, was gibt es noch anderes zu sagen? Fullset werde ich persönlich nie besitzen. Ich finde es aber sehr, sehr faszinierend, wie sich andere zum Fullset kämpfen. In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Vielleicht guckt ihr auch mal bei meinem Kanal vorbei. Ist aber kein Muss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.